Dieses Miststück, Mann. Hör mal zu, Mann. Du weißt ja, wie das ist. Ich gehe also rüber zu ihr. Und sie hat die Tür abgeschlossen. Und was höre ich im Hintergrund? So ein verdammten Fernseher. Beweg deinen Arsch, Dick. Komm schon, es wird Zeit. Lass uns ausgehen. Und sie sagt, nein, ich will nicht ausgehen. Ich will Denver Clan sehen. Denver Clan? Ich sag, wieso guckst du dir so einen Scheiß an? Weil ich Blake sehen will. Ich sage, hörst du mir zu, Mann? Ich sage, also du bist ja wohl völlig irre. Blake hat dir nicht die Scheißglotze gekauft, du Miststück. Du gehst mit mir aus, ist doch klar. Das macht mich immer völlig fertig, Mann. Ich mach die Tür auf, geh rein und weißt du, was ich als erstes sehe? Den scheiß Fernseher. Da habe ich rot gesehen, Mann. Passiert jedem Mal. Ich habe den Fernseher aus dem Fenster geworfen. Verstehst du, was ich sage? Und die alte Schlampe schickt mir die Bullen auf den Hals. Kannst du mir sagen, warum die das gemacht hat? Ich verstehe das nicht. Sie war doch meine Louise, Mann. Und den Fernseher habe ich von meiner Kohle bezahlt. Mann, ich bin stinksauer. Wir haben hier einen Sieg rein. Hallo Zentrale, hier Wagen 16. Wir sind einmal durch und machen jetzt eine kleine Pause. Wagen 16 verstanden. Fahren Sie anschließend zu Ihrem Revier zurück. Ich schicke Ihnen schon mal die Ablösung. Wagen 16 bedankt sich herzlich. Wir Wagen 18. Wir sind jetzt an der Wohnung angekommen. Von hier draußen sieht alles ruhig aus. Aber auf dem Weg hierher haben wir einen Schuss gehört. Ich schlage vor, Sie schicken uns noch ein paar Kollegen. Wagen 18, bleiben Sie in Ihrem Fahrzeug. Es sind sowieso schon vier Wagen auf dem Weg zu Ihnen. Außerdem hat sich das FBI eingeschaltet. Wenn die Beamten eingetroffen sind, fahren Sie zu Ihrem Revier zurück. Hallo Zentrale, hier Connolly, Wagen 28. Wir haben diesen Ladendiebstahl in der 12. Straße untersucht. Hat nicht lange gedauert. Aber als wir wieder rauskamen, waren die Reifen geklaut. Wagen 28, bitte wiederholen Sie. Sie haben uns die Reifen geklaut, verdammt. Schicken Sie uns einen Werkstattwagen. In Ordnung, Wagen 28. Wir schicken Ihnen einen Werkstattwagen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir schicken den Wagen. Wir Wagen 15. Ich habe eine falsche Adresse. Die Lexington 324 gibt es nicht. Die hört schon bei 280 auf. Wagen 15, Sie sollten zur Hecklinken 243 fahren. Zur Lexington 423? Nein, Wagen 15, zur Hecklinken 234. Aber warum hat man das nicht gleich gesagt? Heute ist der große Tag, Handy. Nimm Platz. Ich habe mir gerade mal deine Akte angesehen. Ich muss zugeben, ich bin etwas verwirrt. In der ganzen Zeit, die du hier bist, hast du nichts Unrechtes getan. Ja, genau genommen hast du gar nichts getan. Ich möchte gerne, dass du verstehst, aus welchem Grund du hier gewesen bist. Du warst hier zur Rehabilitation. Weißt du, was das bedeutet, mein Sohn? Das bedeutet, dass ich in diesem Mistbunker 6 Monate eingesperrt war. Das wird nicht nötig sein, Captain Kienauer. Captain, von mir aus können Sie den Gefangenen jetzt zum Haupttor bringen. Dee, du zeigst keine Reue. Du hattest doch hier drin, weiß Gott, genug Zeit, darüber nachzudenken. Tut es dir denn gar nicht leid, was du dem Mann angetan hast? Nicht ein, beweg dich. So, ich bin kein Gefangener mehr, das ist vorbei. Hey Mann, komm doch mal runter. 6 Monate im Knast können einen Bruder verändern, glaub mir das. Nicht mein Freund, die. Glaubst du, er ist immer noch sauer auf uns? Er mag immer noch sauer sein, aber er hat sich nicht verändert. Thank you.
alter Kumpel. Jetzt hätte er sich fast in die Hosen gestellt. Ich und Django hast du da gestanden. Ganz schön hart gewesen sein, da unten ganz ohne Frauen. Es war jeden Tag verdammt hart, Mann. Wie bist du denn damit klargekommen? Ich habe meinen Geist fliegen lassen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe seit Wochen immer denselben verrückten Traum, Mann. Also ich bin auf der Flucht. Ich träume also, ich stehe auf einem einsamen Highway, verstehst du? Es ist verdammt heiß. Ich bin total allein. Auf einmal kommt so ein schwarz-goldener Superschlitten und hält direkt vor mir an. Die Fenster werden runtergedreht und drin Russell, sitzt... Russell, habe ich recht? Russell? Willst du lieber den Traum erzählen? Nein, tut mir leid, Mann. Zwei der heißesten Bräute, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Wahnsinn! Und die waren total angeschärft. Mit großen Titten? Was für Titten, Mann? Was hatten die für einen Arsch? Ich meine, war der irgendwie... Breite, fette Bauernärsche waren das, Mann. Glaub mir, sowas hast du noch nie gesehen. Die waren total exotisch, oh Mann. Also schnellstens rein in den Käfig. Die eine fängt an meinen Beinen rumzustreicheln. Ich denke, oh Lord, die reibt an meinen Beinen rum. Plötzlich höre ich, wie mein Reißverschluss aufgeht. Oh, und dann geht sie richtig nach vorne los. Und sie fängt an rumzufummeln. Und ich denke, oh Mann, das ist ja wie im Paradies. Und sie macht sich richtig daran zu schaffen. Oh. Was war denn das für ein Gefühl? Oh, schön warm und weich. So warm und weich wie Mutters Kopfkissen, versteht ihr? Und sie saugt und saugt. Ich bin nah dran. Wisst ihr, was sie da tut? Sie beißt mir glatt den Schwanz ab. Scheiße. Seit Wochen träume ich immer wieder denselben verschissenen Traum. Das Leben ist ganz schön abgefuckt. Ja, richtig. Jay, gib ihm mal das Ding, Mann. Wir haben was für dich. Ja, ja, wir haben dir was mitgebracht, Mann. Das wird unser Markenzeichen, verstehst du? Doch ein bisschen nach was aussehen. Schon, die Brieftasche. Du willst meine Brieftasche, bist du doch ganz richtig? Pass auf, ich habe nicht so viel Zeit, lass uns nicht darüber diskutieren. Ja, gib mir einfach die Brieftasche und sag Schicksal dazu. Das geht mir zu schnell, hör dir erst mal meine Argumente. Ich muss mich doch mal einschalten, das ist ja echt spät, mein Junge. So, entspann dich ein bisschen, mein Freund. Das wär's. Full of dance.
Wir müssen den Umsatz noch steigern. Wofür zum Teufel brauchst du so viel Geld, Vic? Das geht dich verdammt noch mal nichts an, Arthur. Sorg du dafür, dass der Laden läuft. Ich weiß gar nicht, was du willst. Jede Band, die wir haben, ist auf Tour. Engagier noch mehr Bands. My beats were played and made rock play. They DJ'd and I got paid. Made some out of name. Yo, see, that's true. Yes, my brother, I'ma do it for you. I roam in the zone of the microphone. And I own the zone, but I'm not alone. Got bone of steel and not of stone. I'm known to be prone to make your mama move. Time for the rhyme, so let the thug shine. Came with the fame and the name divine. Run at the front, but you can give me your brain. Show gotta go and now work from the king. Hardcore, rhymes galore, giving you more. And like I said before, the beats to the rhyme, the name of this jam. D, that's me and that's who I am. Rocking on the mic cause you know I can. You gotta understand I don't give a damn. Stay here to play today, I must say. Hooray to the way that is A-OK. As he whacks the tax, all the DJs play. With in your mouth. A little, in your mouth. A big wir können uns das nicht... Schon wieder. Dieser Laden macht mich noch vollkommen verrückt. Wenn ich in einer Besprechung bin, will ich nicht gestört werden. Ich sag, wir rufen zurück. Oder soll ich gar nicht rangehen? Zu spät. Konfuzius sagt, wer es mehr als dreimal klingeln lässt, ruft auch wieder an. Also nimm den Hörer ab, Arthur. Bist du taub, Arthur? Hallo? Hallo? Ach du, Bernie. Nein, eigentlich nicht. Wir haben schon zu viele Gruppen unter Vertrag und wir sind auch... Wer hat dir denn ins Gehirn geschissen? Coolin' with the posse, cold, drinking pissy. Met a young girl and got cold busy. Not Abbott and Costello, just me and my mellow. Got a microphone, so I don't gotta bellow. Talk not yellow, I don't eat yellow. I know that I'm deaf, what about this fellow? I'm Mike D, I'm known fly coolie. Shallow, got the fly rhymes and the fresh fly woolly. Start an epidemic each and every time. Girls cutting clads to hear me rhyme. I stand at the bar, don't... Mr. Simmons, wie ich höre, sind Sie der Manager von Run DMC. Ich will die Gruppe für eine Tour engagieren. Hier ist meine Karte. Wir gehen nicht auf Tour. Können Sie mir darüber nicht nochmal reden? Wir lieben Tourneen. Das hört sich doch schon besser an. Was ist mit dem Beastie Boy? Sorge, Mr. Simmons, wir werden uns was einfallen lassen. Ich schlage vor, Sie kommen morgen ins Büro und wir besprechen das. Viel Spaß noch. Sag mal, bist du nicht eine Freundin meiner Schwester? Ich könnte drauf wetten, dass du schon mal bei uns zum Tee warst. Nein. Sag mal, Baby, hast du noch irgendwas vor? Nein. Komm mit in mein Schloss, lass uns wilde Dinge tun. Komm, gehen wir. Was ist das für eine Invasion? Bei wem? Was soll ich bloß mit euch machen? Ihr kommt ja schon wieder zu spät. Nein, Jay musste sich draußen wieder prügeln. War ein Unfall, Mann, verstehst Nein, du? Nein, ich habe keinen Unfall gehabt. Der Junge draußen hatte einen Unfall. Aber nur, weil er mich beleidigt hat, Mann. Nein, er wollte doch nur was wegen deiner Mütze wissen, Jay. Es war, wie er mich gefragt hat. Auch richtig. Ich habe ihn auch nur ein bisschen die Treppe runtergeschossen. Es reicht, also hört zu. Sagt schlicht gar nichts, solange wir hier drin sind. Naja, aber ihr... Überlasst mir die Verhandlungen, okay? Kommt jetzt. Sollte ich denn wieder ran? Na, wenigstens steht hier was Bequemes, Gepolstertes rum. Russell Simmons für Bernie Curtis. Ein Mr. Simmons ist hier, Sir. Gehen Sie rein. Danke. Du, Mr. Simmons, bitte. Ist mir eigentlich auch viel lieber.
Ich wollte sowieso viel lieber hier bei dir bleiben. Die Freude haut mich um. Hör zu, möchtest du heute Abend mit einem hübschen, charmanten, sexy Typen ausgehen? Wieso? Hast du einen Freund? Kommen Sie rein. Das ist Russell Simmons, der Manager von Run DMC. Russell, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich darf doch Russell sagen, nicht? Nehmen Sie Platz. Ich bin Arthur Rattler. Ich leite Strut Productions. Das hier ist Vic Ferrante. Er ist sowas wie mein Berater, würde ich mal sagen. Also, ich finde, wir sollten jetzt mal übers Geschäft reden. Ja, ich finde, das machst du gut. Ich meine, du versuchst was zu verstecken, aber ich sehe aus 100 Metern Entfernung, was du willst. Ist der in Behandlung? Weißt du, wie viele Mädchen sich umbringen würden, um mit mir essen zu gehen? Der Junge hat normalerweise eine ganz lange Warteliste. Die sind nur eifersüchtig, so lange ist die gar nicht. Ja, verstehe. Hör mal, ich gebe dir die Gelegenheit, mit einem super Rockstar auszugehen, bevor ihn jedermann kennt. Was sagst du dazu? Na schön, du hattest die Wahl. Aber wenn du wüsstest, was du versäumst, würdest du dir die Kehle durchschneiden. Mit dir spielt wohl keiner. Da ist was runtergefallen. Da vorn. Hör zu, nimm dich bloß in Acht, die versucht's bei jedem, hat einen irren Verschleiß. Ach, dein Vertrag ist scheiße, Mann. Hey, aber das ist ein ganz normaler Standardvertrag. Run DMC ist keine von euren Standardgruppen. Na sag schon, wie viel wollt ihr haben? Das Doppelte. Das Doppelte? Hm. Du hast doch einen Schaden, Junge. Unterschreib den Vertrag. Unterschreib den Vertrag. So ist es. Aber... Mr. Simmons? Da fehlt noch der Vertrag für die Beastie Boys. Die wer? Es war noch nicht so ganz klar. Sie wissen noch nichts von den Beastie Boys. Wer um alles in der Welt sind denn die Beastie Boys? Das sind weiße Rapper. Weiße Rapper? Wartet mal. Moment mal. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Die nehmen wir auch. Ich träum doch wohl. Als dein Berater, da hatte ich dir dazu. Die Bedingungen sind die gleichen wie bei uns. Was? Ich hab gesagt, dieselben Bedingungen. Heb deinen schwarzen Arsch aus meinem Büro, aber schnell! Arthur? Was? Kann ich dich mal unter vier Augen sprechen? Ja, aber der versucht doch... Ruhe, die Ruhe. Mr. Burdett, ich würde auf Ihre Fachkenntnisse auf diesem Gebiet nur ungern verzichten wollen. Mr. Ferrante, erklärt Mr. Rattler, auf welche Feinheiten es in dem Vertrag ankommt. Ich bin sicher, du kannst meinen Argumenten folgen, Arthur. Ja, 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 kann ich. War nicht persönlich gemeint. Ehrlich, Arthur. Na siehst du, Arthur, jetzt hast du wieder etwas Wichtiges gelernt. Mein Freund Nathan hat nichts gegen dich. Im Gegenteil, er mag dich sogar richtig gern. Aber ein Wort von mir und er verknotet dir die Beine über dem Kopf. Und willst du wissen, wieso? Weil ich es will. Es ist sein Job, das zu tun, was ich sage. Und du tust das auch. Wir gehen also jetzt wieder rein. Und was werden wir da tun? Unterschreiben den Vertrag. Das ist mein Arthur. Wieso brauchst du immer so lange, dich zu entscheiden? Du siehst doch, wie gut es dir geht, wenn du die richtige Wahl triffst, Freund. Ich will doch nur nicht, dass dieser Simmons uns ausnimmt wie eine Weihnachtsgans. Mach dir um Russell keine Sorgen. Wir werden so lange wie notwendig nett zu ihm sein. Wenn es soweit ist, werde ich ihm das Fell über die Ohren ziehen. Verlass dich drauf. Ja, aber müssen wir diesen verdammten Beastie Boys denn auch einen Vertrag geben? Wieso nicht? Ich halte das für eine gute Idee. Wir brauchen Umsatz. Jede Band, die für uns tourt, bringt uns sauberes Geld in die Kassen. Also komm schon. Also schön. Ihr steht unter Vertrag. Na also, Jungs, ich wusste ja, dass das läuft. Das ist ein fairer Vertrag. Vielleicht fairer, als du denkst. Arthur, ich finde, du solltest die Band jetzt zum Essen einladen. Kommen Sie, Russell, gehen wir essen. Ich glaube, ich klinge mich lieber aus. Ich kriege immer Sodbrennen, wenn ich mit Produzenten esse. Oh, das ist alles so toll. Ich finde das großartig. Wir lernen so viele Leute aus der Szene kennen. Hey, dieser Russell Simmons ist ein ziemlich gerissener Finger, findest du nicht? Nur ein kleiner Penner. Aber Arthur macht mir Sorgen. Er sieht in letzter Zeit richtig krank aus. Ach, ehrlich? Ist mir gar nicht aufgefallen.
Oh, ja, jetzt wo du sagst, er sieht wirklich ein wenig angegriffen aus. Ja. Ich brauche jemanden, der immer in seiner Nähe bleibt, für den Fall, dass er es nicht schafft. Du meinst jemanden, der seinen Job übernehmen kann, Rick, ja? Ich mach das für dich. Das gefällt mir so an dir, Bernie. Du bist wirklich ein Stück Scheiße. Also los, Bernie. Bleib an ihm dran, ich traue ihm nicht über den Weg. Wird erledigt. Hey, wie wär's, wenn Sie die ganze Platte noch mal von vorne anfahren würden? Wie wäre es mit etwas Kaffee, Sir? Kaffee kriege ich immer. Entschuldigen Sie, Fräulein. Führen Sie eigentlich auch Krebs? Natürlich führen wir die, Sir. Dann führen Sie die bloß nicht hierher, sonst weisen Sie mich noch. Ich glaube, Sie bringen mir lieber die Rechnung. Nur soll ich aus der Tasche trinken? Hey, ich will sofort meine Kaffee speisen. Ich werde jetzt gehen. Ich will in der Mittagspause noch was einkaufen. Hörst du mich? Ich denke, du hast ein Auto. Ja, sicher. Dann bringe ich dich zu deinem Wagen, okay? Lass uns gehen. War alles nach Ihren Wünschen, Sir? Wenn man eine Elefantenherde ausführt, darf man keine Wünsche haben. Ganz wie Sie meinen, Sir. Hier ist mein Wagen. Der da? Den kenne ich. Unser Gärtner fährt zu einem. Hör mal, wir veranstalten eine Party für unseren Freund Dee. Das ist sowas wie eine Willkommensparty. Wo war er denn? Er war weg, egal wo. Was ist, kommst du? Willst du mich einladen? Also einladen würde ich das nicht unbedingt, denn das läuft eher so. Ich sag den Leuten, wo ich bin, und der will kommt hin. Ah ja, interessante Tour, auf der du reitest. Ich glaube, ich halte mich zurück. Hey, Run! Wo ist denn die Party? Bei Alice Walker. Schau ins Telefonbuch. Da kommen Sie. Ist alles vorbereitet? Ach so, dann hatte wohl wieder jemand einen Unfall mit dir. Na ja, das wird schon eher treffen. Bei der nächsten Verabredung werde ich dich 24 Stunden vorher einsperren. Hey, Sie kommen! Hast du es ja gefunden? Ja, das nächste Mal kannst du mir ruhig die Adresse geben. Na ja, okay, hör mal, ich muss da kurz rein, bin gleich wieder da. Ist gut, bringst du mir einen Drink mit? Ist doch klar, gehört zum Service. Mein Junge hat heute wieder seinen Job verloren. Schon das zweite Mal in diesem Monat. Was ist diesmal passiert? Dasselbe wie letztes Mal. Er bemüht sich sehr, Russell. Wirklich, er versucht es. Er braucht einfach etwas länger als die anderen Jungs, um etwas zu lernen. Ja, Raymond braucht manchmal etwas länger, aber was er begriffen hat, das macht er wirklich gut. Das ist es ja. Niemand will ihm mehr eine Chance geben. Aber wenn er keinen Job mehr hat, dann werden wir bald unser Haus verlieren. Wir könnten doch versuchen, ihm einen Job zu besorgen.
Wir haben schon so viel versucht, Russell. Sie werfen nur einen Blick auf ihn und schicken ihn wieder nach Hause. Wenn ich mir das so überlege, die Band geht bald auf Tour. Wir können ihnen selber einen Job geben. Wir sorgen für ihn und für sie auch. Was ist los, Ray? Was soll los sein, Joe? Warum bist du denn nicht unten? Da unten ist die Hölle los. Wir warten alle auf dich. Ich fühle mich nicht so danach, wo runterzugehen, Mann. Ach ja, wieso nicht, Mann? Hast du den Plattenspieler repariert? Ja, der läuft wie neu. Dann bist du ja bereit, auf Tour zu gehen. Was? Auf die Tour? Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Du kommst immer runter zu den Jam Sessions. Komm doch auch mit auf Tour, da machst du wenigstens ein paar Scheine. Ich werde mir wirklich den Arsch aufreißen für euch, Mann. Klar, weiß ich doch. Naja, aber wenn ich wieder was falsch mache... Wenn du was falsch machst, geben wir einfach Russell die Schuld. Ich mach das schon. Okay, danke, Joe. Komm, wir gehen runter, was essen. Ich hab Hunger. Ray, sag die Bescheid. Da unten steht er. Hey, die, ich komm mit auf Tour. Hey, Mann, ich hab ne super Idee. Wir nehmen Ronnie Ray mit auf die Tour. Nein, geht nicht. Ich hab schon jemand engagiert. Wen? Der ist spitze, heißt Ronnie Ray. Nachschub das Bier, Salle. Ach, und bring was zu essen mit. 5 doppelte Cheeseburger für die. 5 doppelte Cheeseburger für mich. Die mit dem Fisch. Pass auf, dass Sie den Fisch in der Mitte nicht vergessen. Denk dran, 5 doppelte. Burgers mit Fisch. Natürlich auch. Und mit Ketchup. Und mit Ketchup. Ketchup, Burgers. Ja. Hey, Ray, ich will kein Weißbrot. Ich will ein Roggenbrot. Du hast das Geld vergessen, Ray. Und versuch diesmal keinen Fehler zu machen. Die Asche raus! Na los, was machst du, die Mäuse? Ich hab doch kein Geld! Nichts mehr vor! Ich hab die Kohle, lass mich das machen! Und ihr wollt mit Brüder sein, Mann? Scheiße! Interessiert mich nicht, warum der Wagen nicht läuft. Es ist Ihr Job, dass er läuft. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, wenn ich vom Einkaufen zurück bin, dann sind Sie schlicht gefeuert. Mist, da blicke ich doch absolut nicht durch. Hast du noch nie gesehen, hm? Ich glaube, ich kann dir helfen, die Kiste wieder zum Laufen zu kriegen. Du willst mich verarschen. Verdammt, ich habe wirklich keine Ahnung, was da nicht läuft. Willst du es mal versuchen? Zeig mal, was du kannst. Hast du einen Penny? Steig ein. Jetzt läuft er. Kannst starten. Du bist ja spitze. Du hast mir wirklich einen Gefallen getan. Hier, steck ein. Vielen Dank, Mann. Aber das ist zu viel. Kann ich dich vielleicht irgendwohin mitnehmen? Was ist eigentlich mit Ray? Der hätte doch längst wieder zurück sein müssen. Ich glaube, ich träume. Mary, Mary, why are you bugging? Mary, Mary, I need your hugging. Help my girl for honey. Make
higher bargain. Mary, Mary, I need your hugging. I wanna bribe you, I gotta tell you something, so just be quiet and don't say nothing. Mary, 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 why you out there stunting? Supposed to be with me, but now you're frontin'. We started out new, you used to be true, now you're bugging. What's wrong with you? Mary, Mary, why you bugging? Mary, Mary, I need your hugging. Now, this girl, Mary, I knew so well. I met her on the road to fly hotel. High on a hill that never fell. Clubs and the pubs is where she dwells. Stood that man was well to tell. She seemed too skinny for a dream to sell. She spent some nights locked in her cell. I knew Mary well, cause she's raising hell. Mary, Mary, why you bugging? Einfach unsere Karten offen auf den Tisch. Ich habe die Möglichkeit, Ihnen zu garantieren, dass 24 Stunden, nachdem der Vertrag unterzeichnet ist, die Dockarbeiter den Streik beenden und wieder arbeiten. Und auch Herman wird dann von der Bildfläche verschwunden sein. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was mich interessiert. Was können Sie für mich tun? Ja? Ich werde drüber nachdenken. Ich rufe Sie wieder an. Ist zum Verrücktwerden, das verfluchte FBI lässt mein Telefon überwachen. Stell dir das mal vor, ich muss hier rausfahren, um ein Telefongespräch zu führen. Ich will dich nicht stören, du bist viel zu beschäftigt. Wir reden ein andermal. Du bleibst genau, wo du bist. Ich habe dir so oft gesagt, vergiss das Rockgeschäft, das bringt nichts. Und hast du auf mich gehört? Nein, denn ich bin ja nur dein Vater. Du hast mir gesagt, ich soll einen Weg finden, um das Geld aus dem Drogengeschäft... Keine Drogen. Pharmaerzeugnisse. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Wir handeln mit pharmazeutischen Produkten. Wir wissen zwar nicht, was die Leute damit anstellen, das ist dann aber auch nicht mehr unsere Sache. So ist das Leben. Der Punkt ist doch, Strut Productions läuft. Schmutziges Geld kommt rein, sauberes wieder raus. Ich sehe nicht ganz, wo das Problem ist. Ich mag es nicht, dass ich von der gesamten Organisation als vollkommener Trottel hingestellt werde. Wieso? Wovon sprichst du? Jerry Torres? Was hat der damit zu tun? Er nimmt deinen Laden seit über einem Jahr aus und du hast nichts davon gemerkt. Es wäre mir vollkommen egal, wenn es nicht mein Geld wäre. Okay, ich krieg das wieder hin. Du bist mein Sohn Vic und ich liebe dich, das weißt du. Aber dass du dich in dieser Szene rumtreibst, das ist doch nichts für dich, Junge. Vergiss nicht, diese Woche deine Mutter anzurufen. Und geh mal wieder zum Friseur, du siehst ja verboten aus. Arthur, in 3 Stunden bist du am Flughafen, wir haben was vor. Thank you.
Landweg geflogen, um in den Zoo zu gehen? So ein Zoo ist doch was Schönes. Findest du nicht, Arthur? Natürlich, Vic, natürlich finde ich schön hier. Wäre es nicht schön, wenn wir wie Sie sein könnten? Wie die Affen, Vic? Ja, wie die Affen. Sieh sie dir mal an. Die werden nicht krank. Die haben nicht mal ein Magengeschwür. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Ihr Futter kriegen sie von der Natur. Oder vom Wärter. Wir haben es gut. Absolut keine Verantwortung. Nicht wie wir. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre ein Vogel. Wenn es denen zu bunt wird, fliegen sie davon. Oder eine Giraffe. Wenn ich so einen langen Hals hätte, Arthur, was meinst du, was ich damit alles machen könnte? An der Stelle wache ich immer auf. Verdammte Scheiße. Na, was soll's, ist halt nur ein Traum. Das muss ja irre frustrierend sein. Wir sind Männer, Arthur. Die meisten von uns. Und wir haben eine gewisse Verantwortung zu tragen. Ganz egal, wie schwer es uns fallen mag, die Konsequenzen zu ziehen. Warte mal, Vic. Was immer ich getan haben soll, ich hab's nicht getan. Ich meine, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich bring das wieder in Ordnung. Das mache ich sofort. Es ist nicht wegen dir, Arthur. Sondern wegen Jerry. Jerry? Er ist der beste Assistent, den ich kriegen konnte. Er ist ein mieser kleiner Dieb. Er beklaut uns seit über einem Jahr. Und er wird das Geld nicht mehr zurückzahlen, weil er es weggefixt hat. Wenn du nicht so dämlich wärst, wäre dir das aufgefallen. Ich, Excuse me, can I have your attention? Mm-hmm. There's just a few things that I've got to mention. Mm-hmm. There's girlies out here that seem appealing, but they'll come in your life and cold hurt your feelings, I'm telling you. As Rick is my name, I wouldn't trust no girl unless she feels the same. Treat them like a prostitute. Do what? Don't treat no girlie well until you're sure of the scoop. Cause all they do is they hurt and trample. Listen up close, here comes my first example. Now you've been with your girlfriend for quite a while. Plans for the future, she's having your child. Celebrate with friends, drinking cans and quarts. Telling all your friends about your family thoughts. One friend was drunk, so he starts to act wild. He tells the truth about the kid, it's not your child. Mir gefällt das irgendwie nicht. Ich meine, warum dreht sich denn überhaupt? Kann ich dir auch nicht sagen. Entspann dich, wenn wir da sind, wirst du schon erfahren. Da soll ich ein Foto von euch machen? Lass doch den Scheiß, Mann. Ray, hör mal, ich finde meine Platten nicht. Ich gehe mal in die Garderobe und sehe nach, wo sie sind. Gib mir so lange die Kamera. Ist gut. Na los, komm schon, wir haben eine Verabredung mit Vic. Nein, ich werde nirgendwo hingehen, wenn ich nicht weiß, worum es hier geht. Halt die Klappe, beweg dich, Jerry. Du brauchst mich doch dazu wirklich nicht, Vic. Ich will dich doch nicht ausschließen und du lernst wieder was fürs Leben. Was gibt's da schon zu sehen? Du verprügelst ihn, na und? Du weißt doch, das habe ich schon 100-mal gesehen. Pünktlich. Hier ist ein Werkzeug. Sieh dir das an. Wir sind heute wieder sehr ladylike. Ich mag es nicht, wenn ich zu ihm aufsehen muss. Du hast mit deinen Drecksfingern in meine Kasse gegriffen. Ich war's nicht, Vic. Du verstehst das völlig falsch. Ich bin dein Freund. Ich habe das Geld für Stoff gebracht, Vic. Ich gebe dir alles zurück. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich werde dir alles zurückgeben. Vic, bitte, das kannst du mir glauben. Ich erkläre dir, warum es nicht anders zu machen war. Wir sind doch Freunde. Das kannst du doch nicht tun. Scheiße, verdammte. Warum musstest du den auch umlegen? Er hat alles mitgekriegt, Bernie. Du hättest ihm nur ein paar Dollar geben müssen, dann hätte er die Klappe gehalten. Du hast keine Ahnung, Bernie. Sie reden nämlich immer irgendwann. Also weiter. Bei ihm auch. Damit habe ich nichts zu tun, Vic. Nichts zu tun? Und wer bezahlt deine Miete? Das läuft ja besser, als ich dachte.
So sieht's aus, als hätten sie einen Deal miteinander gemacht und dabei leider Streit bekommen. Na los, raus hier. Here's the mailman, he was short yet stout. He went inside your house and didn't come back out. Bust it, just a friendly stop, come on, is it? The mailman comes and he pays your wife a visit. The thought alone makes your temperature boil. You say to yourself, she might still be loyal. You open up your door and you stand in a trance. You see the mailman's bag and the mailman's pants. Came home to party, at work had a hard day. Look around your house, you say, where the hell are they? Run upstairs up to your bedroom. You look inside your room, you see something. Cover your mouth because you almost choked. You see the mailman's dick way up your wife's throat. Like a prostitute. Don't treat a girly well until you're sure of the scoop. Cause all they do is they hurt and trample. Listen up close, there comes my last. Hey Russell, Ray ist immer noch nicht wieder mit den Platten da. Ich werde sie selbst holen. Ray, wo steckst du? Ray! Ach du Scheiße. Oh! Oh! Nicht doch! Hat er dir Drogen verkauft? Was ist mit Heroin? Das nimmst du doch, oder? Wie oft nimmst du es denn? Die zwei haben mit Drogen gedealt, und zwar hiermit, siehst du? Sie konnten sich wohl nicht über den Preis einigen. Oder war das wieder ein Bandenkrieg um Drogen? Na los, rede! Deine Freunde packen gerade aus. Nur die Ruhe, das war doch nicht so gemeint. Hier, nein, Ihre Brille, Sir. Nicht zu nahe treten, Sir. Wir waren ein bisschen aufdringlich, also mir hätte das auch nicht gefallen. Ganz richtig. Ich wusste gar nicht, dass Bruder Ray im Drogengeschäft war. Red keinen Blödsinn, du weißt doch genau, dass Ray nie was mit Drogen zu tun hatte. Hat mich auch gewundert. Ist doch ein ganz klarer Fall. Die haben einen Sündenbock gebraucht. Wir müssen rausfinden, mit wem er in der Nacht zusammen war. Dann kriegen wir vielleicht ein paar Hinweise auf den, der ihn umgelegt hat. Na, das ist leicht, Mann. Bernie! Ihr treibt euch ja immer noch hier rum. Geht nach Hause. Und was ist, wenn wir neue Beweise finden? Das ist Sache der Polizei. Überlass das uns. Und warum stehst du dann hier rum und quatscht uns voll? Mach dich auf die Socken, Mann. Der Fall ist geklärt. Okay, sie haben sich gegenseitig umgelegt. Blödsinn! Das ist nicht unsere Schuld mit eurem Freund. Jedes Mal, wenn ihr euch zusammenrottet, wird einer umgelegt. Oder ihr bekommt was auf die Fresse. Jetzt ist der Kollege schon am Vormittag betrunken. Komm, fass mit an. Ich kann den Jungen verstehen. Manchmal halte ich den Dienst auch nicht aus. Hey, Bernie! Wir hätten da mal ein paar Fragen. Mach auf! Wenn du die Tür nicht aufmachst, dann mache ich das. Wenn jetzt schon wieder los! Bernie! Hey! Der ist bestimmt abgehauen. Ja, wahrscheinlich ist er schon unterwegs nach New York. Worauf warten wir? Hier ist ja gar nichts drin, Mann. Wie finde ich denn das? Muss eine tolle Agentur sein. Was ist mit der Sekretärin? Pam? Ja, Mann, die hat dich doch angemacht. Hast du ihre Nummer? So weit war ich noch nicht. Dann hauen wir lieber ab, bevor jemand behauptet, wir hätten die Möbel geklaut. Komm, Jay. Die kommen heute nicht mehr. Hält mich wohl für dämlich. Die Szene der Rap-Musiker wurde gestern von einem Vorfall erschüttert, der wie so oft in der Vergangenheit durch Drogen und Gewalt gekennzeichnet wurde. Aus Polizeikreisen haben wir die Information, dass es sich hierbei um ein misslungenes Drogengeschäft handelte, bei dem sich zwei Jugendliche gegenseitig erschossen. Das Ganze geschah bei einem Run-DMC-Konzert. Was ein besonderes Licht auf diese Geschichte wirft, ist die Tatsache, dass beide Jugendliche erst seit relativ kurzer Zeit bei der Gruppe Run-DMC angestellt waren. Laut Auskunft der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei diesem Zwischenfall um das erschreckendste Beispiel der Verquickung von Rap-Musik, Drogen und Gewalt. Yeah.
Mrs. Walker, hier ist noch ein bisschen Geld. Von Raymond. Haben wir ihm noch geschuldet. Aber Russell hat mir doch schon alles gegeben, was die Band ihm schuldete. Das ist noch von, früher. Wir haben früher schon was zusammen gemacht. Russell weiß nichts davon. Vielen Dank, Jungs. Warum haben Sie all diese Lügen über meinen Raymond verbreitet? Das wissen wir nicht, Mrs. Walker. Aber wir werden dafür sorgen, dass das bald aufhört. Sehr bald. Wir müssen jetzt leider gehen. Ron, ich hätte es fast vergessen. Die Kleine, die damals auf der Party war. Pam? Sie hat hier zweimal angerufen. Sie wollte dich sprechen. Hat sie eine Nummer hinterlassen? Ach, hier ist sie. Darf ich mal telefonieren? Natürlich, Joe. Es steht gleich da vorne. Wisst ihr, nie zuvor ist mein lieber Raymond glücklicher gewesen, als an dem Tag, an dem er mit euch auf Tour gegangen ist. Was für ein Spiel ist denn das? Ich weiß nur, dass Arthur, bevor er verschwunden ist, bei mir einen Koffer deponiert hat. Und zwar mit viel Geld, einer 250.000 Dollar. Dann warten wir auf ihn. Was ist mit Bernie? Ich kenne nur die Bars, in die er häufiger geht. Dachte ich mir schon. Herr Schlosser, könnt ihr nicht lesen? Auf dem Schild draußen steht, dass Sie mittags aufmachen. Wie wär's, wenn Sie mal auf die Uhr sehen? Die ist kaputt schon lange. Na so ein Pech. Meine Uhr ist auch kaputt, das ist ja eine Sache, was? Wir würden gern drei Bier bestellen. Ich will hier keinen Ärger. Du kriegst ja auch keinen Ärger, wenn du uns drei Bier gibst. Wir suchen einen guten alten Freund von uns, vielleicht kennen Sie den, Bernie Curtis. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Sie pflegen wohl keinen Kontakt zu Ihren Gästen, der kommt nämlich jeden Abend her. Eine Menge Leute kommen jeden Abend her, Sie kennen mich nicht und ich kenne Sie nicht. Sie könnten ruhig für einen Dollar freundlicher sein. Und wer bezahlt mir das? Machen die Jungs vielleicht Ärger, Sam? Nichts, womit ich nicht fertig werde. Kann ja sein, dass unsere Freunde nicht lesen können. Er muss nicht jeden bedienen. Schon gar nicht Kürbisköpfe. Ich sehe hier keine Kürbisköpfe. Siehst du hier irgendwo Kürbisköpfe? Nein, die werden sich auf ein paar Freunde warten. Hm? Was ist jetzt mit unserem Freund? Ich gebe euch einen guten Rat. Verschwindet lieber, bevor es Ärger gibt. Ich habe mein Bier noch nicht ausgetrunken. Da fehlt doch noch die richtige Würze. Jetzt schmeckt es erst richtig. Trink das Zeug aus und dann verschwindet ihr von hier, ist das klar? Hä? Du sollst es schlucken. Das verstößt doch gegen deine Überzeugung. Weißt du nicht mehr? Du hast gesagt, du wolltest dir keinen Ärger haben. Schon vergessen? Dieser Laden hier ist nichts los. Komm, lass uns abhauen. Warte, das wollte ich schon immer mal tun. Hast du Bernie gesehen? Bernie? Du weißt schon, Bernie Curtis, Mann, der kommt oft hierher. Vielleicht kenne ich jemanden, der weiß, wo er ist. Kommt drauf an. Worauf? Ich glaube, dass wir beide nicht in demselben Gesangbuch lesen. Habe ich recht? Wovon ich rede ist, was könntest du denn für mich tun? Oh, ich könnte dich vielleicht einem reichen Freund von mir vorstellen. Ach, ja? Ja. Wem denn? Ist mein bester Freund, der kleine Ben. Franklin.
Oh, Mann! Den kenne ich verdammt gut! Wen kennst du noch? Seinen Zwillingsbruder. Oh. Du lernst beide kennen, wenn ich den guten alten Bernie treffe. Wo ist er? Ich habe einen Kumpel, der ihn kennt. Also schön, Jack. Wir treffen uns hinterm Haus. Alles klar. In 10 Minuten, ja? Na schön. Kumpel. Da hinten. Um genau zu sein, ich habe noch einen Kumpel, den habe ich auch mitgebracht. Mal sehen, was ihr drauf habt, Jungs. Verdammte Scheiße, wir haben Bernie trotzdem nicht gefunden. Stimmt, wir sind nicht weitergekommen, aber die Jungs können uns das auch nicht mehr sagen. Mm-mm. Nimm Platz, Freund! Der wollte sich in der Mülltonne verkriechen. Jetzt mag keinen Scheiß, Jungs. Tut mir nichts, Jungs, ich bitte euch. Lass dich in die Hose. Was für ein Spielchen hast du denn mit uns vorgehabt? Bernie, es war Bernies Idee. Bernie hat jedem von uns $100 gegeben, damit keiner nach ihm fragt. Das ist die Wahrheit, ehrlich, das ist alles. Wo steckt die Ratte jetzt? Das weiß ich nicht. Reg dich ab, Mann. Du bist viel zu nervös. Ich hab ne Idee. Kennst du die Geschichte von den armen Schweinchen? Hä? Ich werde dir die Geschichte jetzt mal erzählen. Wo steckt Bernie die Ratte? Ich hab keine Ahnung. Ehrlich nicht. Das erste arme Schweinchen ging verloren. Ah! Wo ist Bernie? Ich weiß es doch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Das zweite Schweinchen wurde überfahren. Ah! Wo ist Bernie? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, das wo er ist. Das dritte Schweinchen, das fiel ins Wasser. Weißt du jetzt, wo Bernie ist? Hör auf. Keine armen Schweinchen mehr. Ich sag dir, wo er ist. Ich werde es dir sagen, ja. Im LaSalle-Hotel, Mann. Da ist Bernie jetzt. Ich schwör's dir, das ist die Wahrheit. Das Hotel ist... Wir wissen, wo das ist. Wenn ich du wäre, dann würde ich mir einen guten Orthopäden holen. Deine Finger sehen ja verboten aus. Du siehst ja, wo diese störrische Art hinführt. Und dieses kleine Schweinchen, das war die ganze Zeit zu Hause und keiner hat's gefunden. Du musst wissen, das ist mein Lieblingsschweinchen. Hier. Ich bin hier, um meinen Sohn zu sehen. Wer sind Sie denn überhaupt? Dein Vater, du affenhaariger Penner. Und jetzt sieh zu, dass du verschwindest. Okay, Vinny, also weiter. Das ist also Broadway Marty Ferranti. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Ach ja, Capone hätte bei ihm noch was lernen können. Ja, aber mach's gleich. Will dich unter vier Augen sprechen, Victor.
Wofür ist das denn gewesen? Wer hat gesagt, du sollst Jerry Torres umlegen? Ich habe nur getan, was du gesagt hast. Du solltest ihn nur auf sein normales Maß zurückschrauben, verprügeln, aber nicht umlegen. Und es ist unverzeihlich, dass ein Zeuge dabei war, den du auch noch getötet hast. Das interessiert sowieso keinen, wenn es wieder zwei Nigger weniger gibt. Auf die Art kann man kein Geschäft führen. Wir sind doch nicht im Wilden Westen. Die Polizei sagt, der Fall ist abgeschlossen. Der Fall ist nicht abgeschlossen. Drei Schwarze laufen durch die ganze Stadt und fragen überall nach Bernie Cortez. Wo habt ihr ihn denn übrigens versteckt? Ich habe eine schöne, ruhige Gegend für ihn gefunden. Da unten gibt's nur orthodoxe Juden. Gut. Was ist mit dem anderen Spinner? Arthur? Der ist seit gestern verschwunden. Dann wirst du ihn finden. Denkst du, das hätte ich nicht schon versucht? Wenn diese Schwarzen ihn zuerst finden, wird er ihnen alles erzählen. Er redet nicht, keine Sorge. Glaubst du, er hat keine andere Wahl? Nur die Ruhe, was regst du dich so auf? Ja, nur die Ruhe, natürlich. Wir können es uns nicht leisten, dass die Polizei bei uns rumschnüffelt. Die Bullen können so viel suchen, wie sie wollen, die finden gar nichts. Die Polizei ist nicht so dumm, wie du denkst. Wenn sie es wären, dann würden sie nicht so viel Geld von mir kriegen. Ich kümmere mich um die Sache. Ich verspreche dir, es wird nichts mehr schieflaufen. Das hoffe ich, mein Sohn. Wer ist da? Der Zimmerservice, ich bring frische Handtücher. Überraschung! Aber erzähl mal, wer hat Ray getötet? Keine Ahnung. Du warst dabei, das wissen wir. Also ehrlich, ich war's nicht. Wer war's? Ich weiß es wirklich nicht. Dann müssen wir annehmen, dass du es warst. Das wäre aber nicht die Wahrheit. Und ihr wollt doch die Wahrheit. Setz dich hin! Nimm du die Kanone, die, bevor ich ihn eiskalt erschieße. Nicht doch, Mann. Was hast du denn mit der Kanone vor? Du weißt aber, dass das gefährlich werden kann, ja? Wer hat Ray getötet? Ich weiß es nicht. Gib's ihm. Wer hat meinen Kumpel Ray getötet? Ich weiß es doch nicht. Gib's ihm die. Nein, das ist ja ein echter Albtraum. Wer hat Ray getötet? Keine Ahnung. Gib's ihm. Ah, nein, das kann doch nicht wahr sein. Wirst du jetzt reden? Wer hat ihn getötet? Ich sag's euch. Ich sag es alles. Also wer? Mick war es. Mick hat Ronnie Ray getötet. Wieso? Ja. Jerry hatte Mick beklaut. Ja. Mick wollte mit Jerry abbrechen, da kam Ray zufällig rein, Mann. Er war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich wollte das nicht, aber was hätte ich tun sollen? Verstehen wir doch. Ich hätte ihm geholfen, aber es ging alles viel zu schnell. Wer war sonst noch da? Arthur? Nathan? Steh auf. Du bringst uns zu Wegner, los. Wo ist Mick jetzt? Das weiß ich nun wirklich nicht. Die? Warte eine Sekunde, ich kenne jemanden, der weiß, wo er jetzt ist. Wer? Charlie. Ihr wisst doch, Micks alte Freundin. Kennt ihr die nicht? Die wohnt drüben in der Eastside. Woher weißt du das denn? Na ja, Charlie und ich hatten mal was miteinander. Ich weiß natürlich nichts davon. Die Jungs, ihr müsst mir einen Gefallen tun. Ihr dürft ihm das nicht sagen, sonst bringt er mich um. Führ uns hin, Mann. Ja, sicher. Sofort. Nur eine Sekunde. Der muss gedacht haben, die Kanone wäre geladen. Aber richtig auf die Nerven. Lass uns hier bloß verschwinden. Los, schnappt sie euch. Bernie sagt, Vicks Freundin hat eine Wohnung drüben an der Eastside. Dann meint er ganz bestimmt Charlotte. Hast du sie mal gesehen? Ja, Vic hat mich ein paar Mal mit ihr einkaufen geschickt. Ihr Nachname ist Hopper. Also ich verstehe nur nicht, wie die was mit einem Typen wie Bernie haben kann. Na, vielleicht war sie läufig. So könnte man es auch nennen. Ich habe gehört, sie macht's mit jedem. Echt? Ja, Arthur und Bernie haben darüber oft Witze gemacht. Wenn Vic das mitgekriegt hätte. Dann wäre total ausgeklingt. Jeden Sonntag schickt sie das ganze Personal fort und dann geht sie auf die Reise. Sie geht richtig zur Sache. Es gefällt ihr, Männer anzumachen und dann nach Hause mitzunehmen. Und manchmal gleich zwei auf einmal. Sie zahlt Vic auf diese Art wahrscheinlich zurück, was er ihr antut. Ja, gefällt ihr besonders mit Schwarz? Es gefällt ihr, mehr nicht. Da ist es. Wann ist das kleingedruckt? Da steht's. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar überzeugend bleiernde Argumente. Ja, Sekunde, alles da.
Die stammen noch von meinem Großvater. Der hat im Zweiten Weltkrieg für unsere Jungs den Nachschub geregelt. Na, da ist ja alles drin, was? Ich flippe aus. Gib her. Hier. Ich glaube, ich will doch keinen. Nein, lieber nicht. Das dürfte ja wohl genügen, aber hier ist noch was, was ich nicht kenne. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Nee. One, two, testing, testing. Kann ich Ihnen helfen? Ja, er springt nicht an. Wir werfen mal einen Blick drauf. Machen Sie die Haube auf. So, dann versuchen Sie es mal. Das war wirklich sehr nett. Kann ich euch ein Stück mitnehmen? Ja, gern. Wo wollt ihr denn hin? Wir haben noch nichts vor. Machen Sie einen Vorschlag. Ich bin unter der Dusche. Das Ding muss mal geölt werden. Alles funktioniert besser, wenn man es ölt. Hey, was soll das? Nicht bewegen. Mein Geld ist in der Tasche und mein Schmuck liegt auf dem Tisch. Das ist aber kein Raubüberfall. Hier geht's nur um Vic. Vic also. Ich wusste, er würde früher oder später jemanden herschicken. Na los, bringt's hinter euch. Schießt doch, aber wartet nicht darauf, dass ich um mein Leben bettle. Ach, und übrigens, sagt Vic, ich hoffe, dass er an seiner Selbstgefälligkeit krepiert. Ich würde ihn lieben gern selbst erschießen, wenn ich könnte. Ich dachte, du bist seine Freundin. Vic lässt dir keine Wahl, wenn du verstehst, was ich meine. Würde es dir gefallen, abzurechnen? Ihr seid nicht seine Leute? Ich würde jetzt keinen Fehler machen, klar? Was soll das bedeuten, du Schlampe? Wir waren dir wohl nicht gut genug, hä? Ich fürchte, du hast gleich eine Leiche im Bett. Und danach werden meine Freunde und ich uns näher mit dir beschäftigen. Ich habe endgültig die Schnauze voll. Hat man denn nirgendwo seine Ruhe vor den Typen? Hey, Dee! Wo bist du denn gewesen? Ich habe gerade mein Buch gelesen. Der hat mich so überrascht, jetzt habe ich die Seite verschlagen. Nur einer? Ja, reicht einer nicht für dich? So habe ich das nicht gemeint. Sie kommen sonst immer zu dritt. Wo ist Bob? Hier ist er. Vic wird sehr zufrieden sein. Zum ersten Mal in deinem Leben bist du zur rechten Zeit gekommen.
Ich verstehe die Jungs nicht. Warum reden die immer so lange, statt zu schießen? Gibt's was Neues, Mann? Sag's ihm schon. Vic wird mich heute Abend besuchen. Er wird etwa gegen 10 hier sein. Das wird ein richtiger Überraschungsbesuch werden. Und wie? Zeig mir deine Titten. Aber ich hab doch schon... Nein, ich hab gesagt, du sollst sie mir zeigen. Ja, du hast vielleicht Nerven, Mann. Siehst du nicht, ich bin beschäftigt. Na los, jetzt kannst du mir deine Titten zeigen. Du verstehst keinen Spaß, ne? Worum geht's? Ronnie Ray. Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Hör mal gut zu. Du wirst der Polizei sagen, wer Ronnie Ray umgelegt hat. Hast du verstanden? Oder wir werden wieder einen toten Penner hier irgendwo finden, klar? Hol den Wagen, Jay. Hey, Ron! Nicht schon wieder. Vic hat eine Fabrik drüben in Jersey am Pier 10. Wenn ihr euren jungen Leben wiedersehen wollt, seid ihr morgen früh da, pünktlich um 10. Und was soll das bringen? Ihr kriegt ihn im Austausch wieder. Jay für Vic. Was ist, wenn du hier gar nicht rauskommst? Spiel bloß nicht den Helden, der meint's ernst. Hör auf deinen Freund, dann wirst du auch noch lange leben. Wieso tust du das? Nach all dem, was ich für dich getan habe. Du meinst, was du mir angetan hast. Du verfluchter Mistkerl, dir will ich's zeigen! Wo habt ihr denn gesteckt? Muss ich euch dauernd suchen? Also hör zu, du gehst darüber und du übernimmst die andere Seite. Also los. Sag mal, Mann, findest du nicht, wir haben eine Chance verdient? Du willst, dass ich euch eine Chance gebe? Wir spielen hier doch nicht mit der Eisenbahn. Das ist richtiges Leben zum Anfassen. In dieser Welt frisst du entweder oder du wirst gefressen. Jeder muss für sich selbst sorgen und jeder steht dabei allein. Ja, aber meine Freunde und ich, wir sehen das noch ein bisschen anders. In Harless kümmert sich jeder Einzelne auch um die anderen. Weißt du was, Jay? Ich dachte, du wärst ein cleverer Mann. Aber ich habe mich geirrt. Du bist etwas besser. Du bist loyal. Früher war ich auch wie du. Aber dann wurde ich clever. Ja, aber vielleicht bin ich viel schlauer, als du denkst. Es ist immer noch alles offen. Vielleicht bleiben wir zum Schluss übrig. Ein ehrlicher Kerl, edel, hilfreich und gut. Sowas habe ich wirklich seit vielen Jahren nicht mehr erlebt. Vielleicht hast du einfach nie richtig hingesehen. Aber sag mir, wieso gibst du dich eigentlich für so einen Scheiß her? Du glaubst doch nicht etwa, ich arbeite gern für diesen Spinner, Vic. Mann, wenn es nur an mir liegen würde, könntest du ihn erledigen. Aber weißt du, wenn ich ihm aus der Sache raushelfe, dann habe ich seinen alten Herrn an der Angel. Und der zahlt richtige Gehälter. Wer sagt, dass du am Ende der Sieger bist, Mann? Wann frisst du das endlich, Junior? Du und deine Kumpels, ihr seid nichts als Amateure. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit. Hör zu, ich will dir ein kleines Geheimnis verraten. Ihr Jungs habt nicht die geringste Chance, lebend aus dem Ding rauszukommen. Morgen, wenn wir Vic ausgetauscht haben, dann, wenn ihr denkt, es wäre alles vorbei, dann werden wir euch leider auch erschießen müssen. Was willst du von mir? Schließ dich doch mir an. Arbeite mit uns. Und ich werde dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Was ist mit meinen Freunden, Ron und Dee? Tut mir leid, aber denen kann ich nicht helfen. Also, was ist jetzt? Kommst du zu uns? Und wenn ich jetzt ja sage, ich könnte ja auch einen Rückzieher machen. Jay, Männer wie wir beide würden so etwas nicht tun. Ja, und deswegen kannst du dir dein Angebot in die Haare schmieren. Ist wirklich schade. Wäre schön, wenn jemand dabei gewesen wäre, dem ich vertraue. Hey, warte. Gib mir eine Zigarette. Das wäre ja wohl zu einfach. Du bist ziemlich gewitzt. Damit könntest du den Strick durchbrennen. Ah, ist Pech. Ich hab's halt versucht. Du gefällst mir, Jay. Ich werde dich ticken. Aber du gefällst mir.
DMC, seid ihr da? Ihr schickt Jay, wir schicken Vic. Du wirst da schön langsam runtergehen. Wenn ich sage Stopp, bleib stehen. Oder ich mache das. Meine Tasche, da habe ich noch eine Kanone für dich. Bleib lieber hier, mein Freund. Du kannst dich entscheiden, ob du leben oder sterben willst. Wenn du mir eine Chance gibst, meine Waffe zu ziehen, werden wir ja sehen. Den Quatsch kannst du dir aber wirklich schenken. Du sollst nur bei der Polizei sagen, wer unseren Freund Ray erschossen hat. Nein, tut mir leid, das wäre dann mein Todesurteil. Warum gibst du mir nicht eine faire Chance? Eine faire was? Du hast mir doch gesagt, das wäre kein Spiel. Richtig! Ein schwarzer Mann, der viel Geld machen will, hat keine Wahl, so lange bis er es hat. Ein Mann hat in jedem Fall die Wahl. Die sind alle hinten raus verschwunden. Komm, gehen wir. Na komm schon, beweg dich. Ich werde hier nicht rausgehen. Wenn du lieber in der Kiste reisen willst? Ich hätte nie gedacht, dass ich durch einen Nigger sterben würde. Und gleich werden sie in ihr Auto steigen. So sieht das nämlich am Ende aus. Und jetzt warten wir darauf, dass Arthur sein Geld abholt. Da ist es ja. Sie ist leer, genau wie deine Zukunft. Oh Gott, nein! Wir kennen jetzt die ganze Story, Arthur. Ich habe doch nicht gewusst, dass der Ray töten würde. Vom Töten ist vorher überhaupt nicht die Rede gewesen. Das würden wir dir ja gern glauben, Mann. Ach ja, bitte glaubt mir doch. Ich werde auch alles tun, was ihr wollt. Alles? Ja, alles. Du wirst zur Polizei gehen, Arthur. Und du wirst ihm die ganze Geschichte erzählen. Vor allen Dingen, wie Ronnie Ray gestorben ist. Aber wenn ich das tue, dann bringt mich Vicks Vater um. Wenn er dich nicht umlegt, dann tun wir das für ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ist gut. Ich werde alles tun. Ich gehe hin. Dann mach dich mal schon auf den Weg. Es wird ein paar Jahre dauern. Und solltest du auf die Idee kommen, dein Wort zu brechen, dann verlass dich drauf. Run DMC wird dich finden. Genau so ist es. Absolut.